Hallo und moin moin, meine lieben deutschsprachigen Brüder und Schwestern. Hier ist wieder der Jörg vom YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, wie der Kanal auch heißt. Und heute habe ich mich wieder eingefunden zur vierten Lesung des Papiers von Luther 2017, 500 Jahre Reformation. Wo stehen wir heute? Ich mache auch gar nicht groß eine Einleitung, ihr habt die anderen Teile ja wahrscheinlich verfolgt. Wenn nicht, kann ich nur anraten, dass ihr euch das anschaut. Und wir sind immer noch in dem Teil des Papiers, der getitelt ist: Hat sich die römisch-katholische Kirche verändert? Nein, natürlich hat sie das nicht. Rom ändert sich nie, wie wir ja schon öfter festgestellt haben. Aber trotzdem haben wir hier einige Punkte, die wir darüber besprechen wollen, um deutlich zu machen, auch jedem, der das vielleicht nicht so gut kennt, dass Rom sich eben nie verändert. In total haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Punkte. Ich habe gar keine Lust, jetzt hier so weit weiter runter zu scrollen. Ich mache jetzt in Punkt 4 davon weiter, nachdem wir die ersten drei bereits besprochen hatten. Und der wird eingeleitet mit dem Satz: Die katholische Kirche glaubt, dass die Jungfrau Maria in den Himmel aufgenommen wurde und dass unsere Gebete durch sie weitergeleitet bzw. vermittelt werden müssen, um Jesus und den Vater zu erreichen. Nun, es steht hier: Die römisch-katholische Kirche glaubt, dass die Jungfrau Maria in den Himmel aufgenommen wurde. Na, dem schließe ich mich nicht so ganz an. Die römisch-katholische Kirche glaubt das nicht, aber sie lehrt es. Was sie lehren und was sie glauben, sind zwei verschiedene Dinge. Es ist eben eine Falschlehre. Man muss das ja nicht glauben, um es lehren zu können. Und die römisch-katholische Kirche lehrt das eben all ihren Gläubigen, dass man Zugang zu Gott nur durch Jesus hat. Das ist richtig. Aber dass man Zugang zu Jesus nur hat durch die Mutter Maria. Und was sie euch da nicht bei erzählen, das haben wir ja gelernt in solchen wunderschönen Büchern wie Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop oder in der englischen Lesung auch gelernt haben in der Lesung von Babylon Mystery Religion, dass die Mutter über das Kind gestellt wird. Das hat seinen Ursprung in Babylon, wo Rom eben herkommt. Und sie lernen halt, oder sie lehren halt, dass man Maria ansprechen muss, um zu Jesus zu kommen. Ich habe da mal eine persönliche Erfahrung gemacht, die mir ganz schön wehgetan hat hier in Belgien. Ein guter Freund von mir, der hat zwei Kinder und der älteste Sohn von den beiden ist jetzt im Augenblick 11 Jahre und vor einem knappen Jahr habe ich den besucht und habe mit meinem Hund in seinem Garten gespielt und wir haben Ball geworfen und so. Und in einem bestimmten Augenblick ist es das passiert, dass der Ball verloren gegangen war in dem hohen Gras, das er da hinten hatte, dass wir und auch der Hund ihn nicht direkt gefunden hatten. Und da sagte der Junge zu mir: Ja, vielleicht müssten wir jetzt zu Maria bitten, dass sie hilft, dass wir den Ball wiederfinden. Und da kam es mir ganz grausig hoch, dass ich dachte: Guck das an, wie sie auch diese Kinder in der Hinsicht dermaßen indoktrinieren, dass die nicht mal wissen, dass man Jesus anbeten soll und nicht Maria. In dem Augenblick wurde mir ganz schlecht. Aber ja, da kann man leider nichts dran machen. Die Leute werden halt auf die Art und Weise indoktriniert. Und das ist auch in meiner persönlichen Umgebung nicht anders, als es bei euch wahrscheinlich auch ist. Wenn ihr mal solche Beispiele habt, wo ihr schockiert wart über die römisch-katholische Lehre, mit der ihr auf einmal konfrontiert wurdet, dann schreibt mir das doch mal in den Kommentaren. Übrigens würde ich mich dazu freuen, wenn die Kommentare auch ein bisschen mehr mit der Lesung zu tun haben und nicht immer irgendwelche Diskussionen auslösen, die zwei, drei Menschen untereinander führen, die mit dem Thema selbst gar nichts mehr zu tun haben. Naja, das ist wahrscheinlich der Einfluss der sozialen Netzwerke. Nun, auf jeden Fall geht der Text weiter. Dies allerdings, also das die Gebete vermittelt werden müssen, um Jesus und den Vater zu erreichen, ist eine ganz katholische Erfindung, da Maria seit 2000 Jahren verstorben ist. Sie liegt im Grab wie alle anderen Verstorbenen und wartet auf den Auferstehungstag, wie wir lesen können im ersten Brief der Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 15 bis 17, Zitat aus der Schlachter 1951. Und da sage ich nochmal eben zu, ich gebrauche hier zwar die Schlachter 1951, weil ich die, soweit ich gesehen hatte, ziemlich korrekt finde, aber ansonsten gebrauche ich für meine Studien immer noch weiterhin dieselbe Bibel wie früher, die König James Bibel. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst wissen. Also,
Erster Brief der Thessaloniker, Kapitel 4, Vers 15 bis 17, Zitat: Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also beim Herrn sein, alle Zeit. Ende Zitat. Dass die römisch-katholische Kirche diese Stelle natürlich auch korrumpiert für ihre Zukunftslehre von der Entrückung, nach dem Motto von, ja, wir werden alle überhaupt nicht mehr leiden, wir haben ja die Gnade von Christus, wir werden alle, bevor die große Trübsal zuschlägt, werden wir entrückt werden. Das gebrauchen sie hier natürlich auch. Oder missbrauchen sie hier natürlich auch für. Aber es steht ja deutlich geschrieben, dass die Auferstehung und diese Entrückung gleichzeitig ist, in dem Augenblick, wenn unser Herr Jesus Christus zurückkommt. Endlich zurückkommt, möchte ich da von ganzem Herzen zufügen, weil jeder weitere Tag hier in diesem System ist mir schon fast ein Tag zu viel. Die Bibel sagt ganz klar, dass es drei sind, die da zeugen. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und die drei sind eins, so wie wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 7, nach der alten King James Version übersetzt. Schau mal, das machen die ja auch, die alte King James übersetzen. Prima, applaudiere ich. Nachlesen können. Diesen Text hat die katholische Kirche nicht mit in ihre Textsammlung des Textes Vatikanus hineingenommen. Denn sie lehrt, dass es vier besondere heilige Personen im Himmel gibt, wobei Maria die vierte ist, sowie diejenige, an die die katholischen Gläubigen ihre Gebete richten. Nun, wenn ihr den Ausdruck Textus Vaticanus nicht kennt, dann rate ich euch an, hierzu den Vortrag von Walter Veit, Krieg der Bibeln, den ich auch schon mehrmals gesehen habe, sich anzuschauen. In Englisch ist auch eine Alternative dieser Vortrag von Gail Ripplinger. Also wenn ihr sagt, von ja, aber Walter Veit ist ein Sieben-Tags-Adventist und da will ich nichts mehr zu tun haben, das kann ich sehr gut verstehen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch obwohl seine Schulung in der Hinsicht, also in der Dokumentation Krieg der Bibeln oder Battle of the Bibles, wie das im Englischen heißt, sehr korrekt sind, wenn ihr aber gerne eine Alternative dazu haben wollt, in Englisch, dann müsst ihr mal googeln Gail Ripplinger. Schreibt man genauso, wie man spricht. Gail, G-A-I-L, und ihr Nachname Ripplinger. R-I-P-L-I-N-G-E-R. Und die hat ein Buch rausgebracht, wozu sie eine Dokumentation veröffentlicht hat, die man eben auch auf YouTube schauen kann. Und die heißt New Age Bible Versions. Oder eben das gleichnamige Buch, das man erstehen kann. Und dann werdet ihr sehen, was der Text, die Textus Vaticanus und der Textus Sinaiticus beinhaltet und wo die herkommen und welche Bibeln sich darauf basieren und welche Bibeln sich eben auf dem originalen Textus Receptus aus Antioch basieren. So viel zur falschen Bibellehre. Also Maria ist so gesagt die vierte Person, diejenige, an die die katholischen Gläubigen ihre Gebete richten. Jesus aber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, wie wir in Johannes 14, Vers 6 lesen können. Nur Jesus ist der Mittler zwischen uns und dem Vater. Unsere Gebete sollen durch ihn vermittelt werden, wie wir im ersten Brief Timotheus, Kapitel 2, Vers 5 lesen können, Zitat. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus. Ende Zitat. Punkt 5, ob die römisch-katholische Kirche sich verändert hat, fährt fort mit zu sagen, die katholische Kirche ist der Auffassung, dass Papst und Priester Sünden vergeben können. Daher stellt sich die Frage nach der Zuständigkeit, wenn es um Sündenvergebung geht. Die Bibel macht deutlich, sehr deutlich, dass die Sünde die Gesetzesübertretung ist. Zitat: Sie sind alle zumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten, wie wir in Römer Kapitel 3, Vers 23 lesen können.
Und es fährt hier fort, denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. So, der erste Teil war ein Zitat aus der Schlachter 1951, und jetzt gehe ich doch mal eben da rein und wir schauen mal eben, ob ich recht habe, wenn ich vor anderen Bibelversionen als der 1611 King James Version warne. Luther 1912 sagt, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Die Schlachter 2000 sagt, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die 1611 King James Version sagt dies anders als die Schlachter 2000 und die Luther 1912 deutschsprachigen Bibeln, und zwar so. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Und in Deutsch heißt das, wer immer eine Sünde begeht, übertritt also auch das Gesetz, denn die Übertretung des Gesetzes ist Sünde. Schlachter 1951 Volltext ist, ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz, und die Sünde ist die Gesetzübertretung. In diesen paar kurzen Zitaten aus der Luther 1912, Schlachter 2000, King James und Schlachter 1951, denke ich, wird jedem ja wohl deutlich, dass die Schlachter 2000 mit ihrer Gesetzlosigkeit und die Luther, die das anders formuliert, die halt formuliert, Sünde ist das Unrecht, muss ja wohl jeder verstehen, dass der Text der King James Bibel am absolut deutlichsten ist, was genau Sünde ist, nämlich die Übertretung des Gesetzes. Und eben die Schlachter 51, wie ich gerade vorgelesen habe, kommt da sehr dicht bei. Und deswegen habe ich halt gewählt, diese für diese Lesung hier oder meine zukünftigen deutschen Lesungen, wenn ich Bibelzitate tun werde, wahrscheinlich wohl auch zu gebrauchen. Aber gut, gehen wir zurück zum Text. Daher sind wir alle von Anfang an des Todes schuldig. Ja, weil Adam hat den Tod in die Welt gebracht, mit auf seine Frau zu hören und von der verbotenen Frucht zu essen. Damit kam der Tod in die Welt. Und lustig ist ja, dass die Evolutionstheorie genau das Gegenumgekehrte lehrt. Ne? Die Evolutionstheorie lehrt Überleben des Stärkeren. Dadurch, dass ich stärker bin, muss der andere sterben. Also, der Tod bringt den Menschen hervor. Und die Bibel lehrt genau das Umgekehrte. Es ist immer so. Satan lehrt immer 180 Grad das Gegenteil von dem, was Gott lehrt. Jesus ist der Einzige, der uns von der Sünde befreien kann. Er ist es, der uns geschaffen hat. Er hat sein Leben für uns gegeben und er kann uns von dem Fluch der Sünde befreien. Nur er allein hat hier auf dieser Erde ein sündenloses Leben gelebt. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, Zitat. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte Mitleid haben mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht es allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Ende Zitat. Daher, wie wir in Johannes Kapitel 8, Vers 36 lesen können, Zitat, wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Selbst Jesus aber kann uns nur befreien, wenn wir unsere Sünde bereuen und um Vergebung bitten. Sollten wir dann zu einem Priester, dem Papst oder direkt zu Jesus gehen? Wir haben bereits festgestellt, dass es nur einen Erlöser und einen Mittler zwischen Gott und dem Vater und uns Menschen gibt, und das ist Jesus Christus. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch unsere Sünden derjenigen Person zu bekennen haben, gegen die wir gesündigt haben. So lesen wir in Lukas 17, Vers 3, Zitat, wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Ende Zitat. Ein ganz wichtiger kleiner Satz, den die römisch-katholische Kirche wahrscheinlich nie lehrt, die werden wahrscheinlich lesen, wenn aber dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht und vergib ihm. So wird die römisch-katholische Kirche das lehren. Und das wahre Wort Gottes sagt, und wenn es ihn reut. Deswegen habe ich ja so gelacht mit dem Mea Culpa von Papst Johannes Paulus II. In 2000. Ja, er hat sich entschuldigt.
Aber hat er bereut? Nee. Und selbst wenn er bereut hätte, dann hätte er wahrscheinlich wieder seine geistigen Vorbehalte, seine geistlichen Vorbehalte einberufen, um das zu machen. Ohne Reue keine Vergebung von Sünden. Ein Priester oder der Papst haben mit dieser Angelegenheit nichts zu tun, wenn ich gegenüber meinem Bruder sündige und mich bei ihm entschuldige und bereue, dann hat das nichts mit dem Priester und nichts mit dem Papst zu tun. Endgültige Vergebung finden wir bei Jesus und nur bei Jesus. In Jesu Mustergebet, dem Vater unser, lesen wir: Zitat: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Nachzulesen in Matthäus Kapitel 6, Vers 12. Nun, Johannes drückt es so aus: Zitat: Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ende Zitat. Er ist das Sühnopfer. Jesus ist einmal am Kreuz gestorben für unsere Sünden und deswegen brauchen wir auch keine weiteren Tieropfer mehr, wie das im alten mosaischen Gesetz war. Jesus ist gekommen, nicht um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Er hat die mosaischen Gesetze komplett erfüllt. Das hat aber nichts mit den 10 Geboten zu tun, die stehen immer noch. Wer darüber diskutieren will, der hat wohl einen falschen Geist in sich. Und wenn es um die 10 Gebote geht, Entschuldigung, aber dann geht es wirklich um alle 10 Gebote, die ersten 4 und die letzten 6. Nur durch Jesus Christus können unsere Sünden vergeben werden. Dadurch erhalten wir Zugang zu Gottes Reich. Jesus allein ist unser Erlöser, unser Mittler und unser Anwalt bei Gott. Er ist es, zu dem wir mit all unserer Sünde gehen können. Wenn wir unsere Sünde einsehen, sie bereuen und uns ihm zuwenden, um Vergebung der Sünden zu bekommen, so gilt diese Verheißung. Aus 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ende Zitat. Die katholischen Priester und der Papst setzen sich an Christi Stelle, Vicarius Filii Dei, ja, und nehmen seinen Platz ein, wenn sie vorgeben, dass sie durch die Beichte Sünden vergeben können. Die Bibel sagte voraus, dass dieser Abfall kommen wird. Und so lesen wir schließlich im 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 3 und 4, Zitat: Niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Ende Zitat. Hier wird der, der sich an Christi Stelle setzt, der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, der Widersacher genannt. Er ist der, der sich in Gottes Tempel setzt und für Gott ausgibt. Es gibt keinen anderen als den Papst, von dem hier die Rede ist. Er ist der Gesetzlose oder Widersacher, der Gottes 10 Gebote verändert hat. Er nimmt Christi Platz als Mittler ein und gibt sich aus als derjenige, der Sünden vergibt. Warum sollte die protestantische Welt mit dem Menschen der Sünde, dem Sohn des Verderbens, dem Gesetzlosen zusammenarbeiten? Warum? Da gibt es keinen Grund für, außer dass ich das korrekte Wort Gottes nicht kenne, das mich davor warnt, das zu tun, das mich davor warnt, hinter der Masse herzulaufen und sonntags in eine Kirche zu gehen, das ein Tempel ist und Gott bleibt nicht mehr im Tempel gemacht aus Steinen von Menschenhand.
Naja, Punkt 6. Die katholische Kirche glaubt an die Unsterblichkeit der Seele. Das ist ein schöner Abschnitt. Unsterblichkeit der Seele. Ja. Und meine Mutter ist gestorben und schaut jetzt oben vom Himmel auf mich herab und sieht zu, dass mit mir alles gut geht. Das lehrt die römisch-katholische Kirche, vor allen Dingen in all ihren Filmen und Fernsehserien. Passt da mal auf, wenn ihr solche Sachen schaut, wie oft diese Lehre der unsterblichen Seele in unserer Welt heutzutage vorkommt. Die römisch-katholische Kirche lehrt, dass der Mensch, wenn er stirbt, als eine Seele oder ein Geist weiterlebt. Was sagt die Bibel dazu? Wir lesen im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 2, Vers 27, Zitat: Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Also ward der Mensch eine lebendige Seele. Ende Zitat. Dort steht also, dass der Mensch eine Seele wurde, nicht, dass der Mensch eine Seele erhielt. Wir lesen weiter, wer sterben soll, Zitat, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ende Zitat aus Hesekiel, Kapitel 18, Vers 20. Die Lehre über die Unsterblichkeit findet ihren Ursprung in Satans erster Lüge im Garten Eden. Gott hatte zu Adam und Eva geboten, nicht von der Frucht eines ganz bestimmten Baumes im Garten zu essen. Wenn sie von der Frucht des Baumes essen, so würden sie sterben. Aber Satan sagte zu Eva, Zitat, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Ende Zitat. Genesis Kapitel 3, Vers 4. Diese Lüge Satans bildet die Grundlage für die Lehre der Unsterblichkeit der Seele, einer Irrlehre, die heute unter vielen Religionen weit verbreitet ist. Was aber lehrt die Bibel? Der weise Salomon schreibt, und das können wir nachlesen in Sprüche, Kapitel 9, Vers 5, 6 und, Entschuldigung, Prediger, Vers 5, 6 und 9, 5, 6 und 10, wo wir eben sehen, dass ich das hier hochkriege. Ah ja, hier ist das, der eingeblendete Text. Zitat: Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen, und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, dahin du gehst, ist kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Also das kommt aus dem Buch Prediger, ne? Kapitel 9, Vers 5, 6 und 10. Weitere Schriftstellen, die hier aufgelistet sind, schauen wir mal in Johannes, Kapitel 5, Vers 28 und 29. Zitat: Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ende Zitat. Paulus kommt nun mit einer gleichen Schlussfolgerung, Entschuldigung, wenn er über Jesu Wiederkunft spricht. Zitat: Denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Ende Zitat aus dem 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 4, Vers 15 bis 17. Paulus schreibt, dass die Toten in den Gräbern liegen und von Jesus aus diesen Gräbern auferweckt werden. Seid ihr darüber überrascht? Naja, gut, wir haben gesehen, dass die Toten nichts wissen. Sie liegen in den Gräbern bis zum Auferstehungstag. Die Gerechten werden zur Auferstehung des Lebens aufgeweckt und die Gottlosen zur Auferstehung der Toten.
Als Jesu Freund Lazarus verstorben war, ging Jesus dorthin. Lazarus war bereits seit 4 Tagen tot und der Verwesungsprozess hatte bereits begonnen. Jesus sah, dass Lazarus tot war und bezeichnete doch den Tod als einen Schlaf. Er sagte zu ihm: Lazarus, komm heraus, wie wir in Johannes 11, 43 lesen können. Und dieser kam aus dem Grab hervor. Und er war wirklich tot. Seine Schwester, die dabei war, sagte: Herr, er stinkt schon. Klingt jetzt lächerlich, aber ist halt so. Verwesung bringt das halt mit sich mit. Und er war eingepackt in eine Maske. Er hatte eine Totenmaske. Das heißt, er hatte keine Totenmaske auf, aber sein Gesicht war umwickelt mit Bandagen. Seine Füße waren umwickelt mit Bandagen, dass er eigentlich nie laufen konnte. Und trotzdem kam er, obwohl er all diese Bandagen und Vermummungen hatte, raus, als Jesus ihn rief. Er schlief. Viele Priester verkündigen, dass wenn ein Mensch stirbt, er entweder sofort in den Himmel oder in die Hölle gelangt. Und hier müssen wir natürlich auch eben noch die falsche Lehre des Fegefeuers erwähnen. Die römisch-katholische Kirche lehrt auch, dass man einen Ablass kaufen kann für die Toten im Fegefeuer, um ihre Zeit dort zu verkürzen. Immer wieder dasselbe Problem. Bei der römisch-katholischen Kirche kommen die Reichen in den Himmel und die Armen in die Hölle. Die Reichen sind die Guten und die Armen sind die Schlechten. Bei Jesus ist es genau umgekehrt, weil er sagt zu den Reichen: Verkauf alles. Gib alles auf. Nimm dein Kreuz auf und folge mir. Umgekehrt, ne? Genau 180 Grad umgedreht von dem, was Gott lehrt. Und das Fegefeuer, da kann ich also, wenn ich ein Hinterbliebener bin und mein Vater ist zum Beispiel gestorben, dann kann ich zur römisch-katholischen Kirche gehen und kann denen viel Geld geben und kann damit meinem Vater die Zeit im Fegefeuer ein bisschen angenehmer machen, dadurch, dass ich sie kürzer mache. Wie lange die Menschen da im Fegefeuer sind oder was auch immer oder was da genau passiert, das lehrt die römisch-katholische Kirche nicht. Nur, dass es halt noch schmerzlich ist, wenn man da brennt. Kann ich mir vorstellen. Aber das gibt's ja zum Glück nicht. Also wenn dem so wäre, dass wir alle direkt in den Himmel oder in die Hölle kommen, so würden wir glauben, dass Lazarus, Jesus' Freund, als er starb, in den Himmel gekommen wäre. Was ich noch viel wichtiger finde, was ich hier mal eben anmerken muss, das habe ich mir gar nicht notiert, das fällt mir so gerade eben ein. Wenn ich denn in den Himmel komme, kann mir da mal bitte schon einer sagen, wofür gibt es dann die Auferstehung? Ich meine, wenn ich sterbe und ich komme gleich in den Himmel, was soll ich denn dann in der Auferstehung? Da bin ich ja schon da oben. Da bin ich ja schon gut. Oder? Das ist doch totaler Quatsch, was die römisch-katholische Kirche da lehrt. Und die Bibel deckt es so deutlich auf, dass das Quatsch ist, was sie lehrt. Also bitte Leute, nehmt eure Bibel fest und studiert sie. Und ihr werdet sehen, dass wir in diesem Lügensystem von vorne bis hinten, von Wiege bis zum Sarg, belogen und betrogen werden. Aber als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte, so kam er nicht aus dem Himmel, aus den Wolken oder aus unserer Umgebung, sondern aus dem Grab. Darüber hinaus finden wir in der Bibel die Aussage, dass, Zitat, den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ende Zitat aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. So wird es zwischen dem Tode und Jesu Wiederkunft ein Gericht geben, und es ist nicht der Priester, sondern Jesus Christus, der bestimmen wird, ob der Einzelne ewiges Leben bekommen oder für immer tot sein wird. Im 2. Korintherbrief 5, Vers 10 lesen wir, Zitat, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeglicher empfange, was er vermittels des Leibes gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ende Zitat. Und in Johannes Kapitel 5, Vers 26 bis 29, bis 28 lesen wir, Zitat, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat die Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ende Zitat. Die Bibel stellt fest,
Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer Kapitel 6, Vers 23. In diesem Bericht erfahren wir auch, dass Jesus Lazarus am jüngsten Tag auferwecken wird. Martha sagte, Zitat, Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Ende Zitat, wie wir in Johannes Kapitel 11, Vers 24 lesen. Als letzter Tag wird der Tag bezeichnet, an welchem Jesus wiederkommen wird. Die Bibel lehrt, dass nur Jesus Unsterblichkeit besitzt, indem sie ihn beschreibt als den König der Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Aber wir lesen das besser original im 1. Timotheusbrief Kapitel 6 Vers 15 bis 16 und da lautet es, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Nur Gott allein besitzt Unsterblichkeit. Alle Menschen sind sterblich. Erst bei Jesu Wiederkunft werden die Erlösten mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Paulus beschreibt das Geschehen mit folgenden Worten aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 51 bis 58. Zitat: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, nehmet immer zu in dem Werke des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ende Zitat. Viele glauben, dass die Seele oder der Geist eines Menschen befreit werden kann, wenn dieser stirbt, und dass diese Seelen oder Geister umherschweben, uns beeinflussen und Botschaften übermitteln können. In einer spiritistischen Zeitschrift steht folgendes, Zitat: Was ist nun Spiritismus? Der Spiritismus ist der Glaube, dass der Geist den Körper überlebt und Kontakt mit lebenden Menschen durch und mit besonders veranlagten Personen haben kann, die wir Medien nennen. Das ist ein Zitat, das ist aus Spiritisten, eine dänische spiritistische Zeitschrift, Jahrgang 1900, Seite 84. Ja, ich kann nicht umhin, um mal eben an einen ganz bestimmten Film zu denken, den ihr wahrscheinlich alle gesehen habt, und wenn ihr nicht gesehen habt, dann habt ihr davon gehört, aus den 90er Jahren mit Patrick Swayze und Demi Moore, Ghost. Nachricht von Sam heißt er, glaube ich, mit dem deutschen Untertitel dabei. Einen besseren Film hätte sich die römisch-katholische Kirche ja gar nicht ausdenken können, um bei den Leuten auf die Tränendrüse zu drücken und ihnen zu zeigen, dass der Spiritismus der Glaube ist, dass der Geist den Körper überlebt und Kontakt mit lebenden Menschen durch und mit besonders veranlagten Personen haben kann, die wir Medien nennen. Whoopi Goldberg stellte dieses Medium in dem Film Ghost damals dar. Einen katholischeren Film als den gibt's gar nicht. Also, was zumindest die Lehre über die Geister- oder Seelenwanderung oder wie auch immer man das nennen will, gibt.
absolut unbiblisch. Aber man sollte sich solche Filme vielleicht auch mal anschauen, um zu verstehen, wie unsere Welt in der Hinsicht von der Bibel weggeleitet wird. Weil ich kann ja die Lüge nur aufdecken, wenn ich die Wahrheit kenne. Und wenn ich jetzt hier dieses Papier lese und euch die Wahrheit über den Tod erzähle, wie er in der Bibel geschrieben steht, dann kann man auch sehen, wie voll die Welt von Lügen ist. Fast die Hälfte aller Menschen auf dieser Erde glaubt an die Reinkarnation. Eine Lehre, die besagt, dass die Seele niemals stirbt, sondern in verschiedenen Körpern in jeder nachfolgenden Generation aufs Neue wiedergeboren wird. Nun, da muss ich noch mal eben meinen Senf zugeben. Ich war ja früher auch nicht gläubig. Ich habe nicht an Jesus geglaubt, ich habe nicht an Gott geglaubt, ich habe gar nicht geglaubt. Aber ich fand es immer komisch, wenn ich von dieser Reinkarnation gehört habe. Das ist ja vor allen Dingen, was im Hinduismus gelehrt wird, ne? Da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich denn schon mal vorher gelebt habe, ich nehme jetzt mal an als Mensch, also ich gehe jetzt nicht über diese ganze Theorie, dass ich erst als Mistkäfer wiedergeboren werde und dann als Katze, Hund und Kuh und was weiß ich nicht alles. Einfach nur an, dass ich vorher schon mal als Mensch gelebt habe, weil die Seele bleibt ja leben und die schlüpft dann halt in einen neuen oder neu geborenen Körper. Ich habe mich immer gefragt, wenn das denn so ist, warum habe ich denn keine Erinnerung an mein früheres Leben? Denn wenn ich keine bewusste Erinnerung an mein früheres Leben habe, ja, dann weiß ich auch nicht, dass ich früher schon gelebt habe. Und dann mache ich ja heute auch denselben Mist, den ich damals gemacht habe, wahrscheinlich wieder. Wie kann ich denn, wie sie das im Hinduismus lehren, auf dieser Treppe nach oben steigen, geistig oder wie auch immer, und ein ganz toller Mensch werden, wenn mir niemals meine Fehler vorgehalten werden, die ich in vorherigen Leben gehabt habe? Und wenn ich die Erfahrung aus vorherigen Leben nicht habe, was bringt mir denn dann dieses Leben? Ich fand das damals schon eine sehr interessante Frage. Ich habe da immer noch keine Antwort drauf gefunden. Naja, die Antwort, die ich drauf gefunden habe, ist Jesus Christus, der mir sagt von, nee, du lebst nur einmal. Du bekommst hier auf dieser Erde das Geschenk des Lebens und du durchläufst im Laufe deines Lebens hier einen Test. Und der Test ist, ob du dich zur Wahrheit hingezogen fühlst oder ob du dich zur Lüge hingezogen fühlst. Ob du dich zum Spirituellen hingezogen fühlst oder ob du dich zum Materiellen hingezogen fühlst. Ob du hier auf der Erde ein gutes Leben haben willst oder ob du deinen Schöpfer ehrst, indem du seine Gebote hältst und dich damit für ewiges Leben qualifizieren kannst. Ob ich seiner würdig bin, dafür sind wir hier. Ist doch eine interessante Frage, die sich jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens einmal stellt. Im Grunde sind es drei Fragen. Habt ihr euch die schon mal gestellt? Die Fragen lauten wie folgt: Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo gehe ich hin? Jetzt probiert mal mit der gnostischen, also der Menschenlehre, diese Fragen zu beantworten. Daran beißen sich alle Psychologen, Philosophen, Wissenschaftler und seit Jahrhunderten die Zähne aus. An diesen drei Fragen. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Und wo gehe ich hin? Die Bibel beantwortet uns diese Fragen. Das Problem ist, dass es vielen nicht gefällt, wie die Bibel diese Fragen beantwortet und dass sie deswegen doch weiterhin wählen, in der Sünde zu verbleiben. Aber die Bibel sagt ganz deutlich: Am Anfang schuf der Herr Gott Himmel und Erde. Und am sechsten Tag schuf er den Menschen und seine Frau. Und dann gibt er uns die ganzen Generationen bis runter zu Jesus, von all den Menschen, die damals gelebt haben. Und Jesus macht wieder gut, was Adam damals verpratzt hat. Adam hat auf seine Frau gehört, anstatt auf seinen Herrn, und hat den Tod mit in die Welt gebracht, und darum musste Jesus kommen, um uns von dieser Sünde zu erlösen. Also, ich komme hierher, oder ich bin hier, weil Gott mich geschaffen hat. Da komme ich her. Ich bin hier, um meinen Schöpfer in der Hinsicht zu ehren, dass ich akzeptiere, dass er für mich am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Und ich gehe dahin, ich gehe danach zu meinem Herrn, eben weil ich das akzeptiere und weil ich durch ihn ewiges Leben bekommen habe oder bekommen kann.
So einfach kann man diese drei essentiellen Fragen, die sich jeder Mensch früher oder später in seinem Leben mal stellt, beantworten. Das Problem ist, dass ich sie auch leben muss. Und dass ich danach leben muss und dass ich mich nach Gottes Gesetz halten muss, sobald ich es kenne. Weil wenn ich ein Gesetz nicht kenne, dann ist die Übertretung des Gesetzes keine Sünde, weil ich kenne das Gesetz ja nicht. Aber wenn ich das Gesetz kenne und ich übertrete es wissentlich und willentlich, dann begehe ich eine Sünde. Paulus sagt es ja auch später mal irgendwo im Neuen Testament. Ich hätte die Sünde nicht gekannt, hätte ich das Gesetz nicht gekannt. Erst durch die Offenbarung des Gesetzes wurde mir bewusst, dass ich sündige. Und in einem anderen Punkt sagt er, das finde ich so schön, sagt er, von den Sündern, unter denen ich der König bin. Paulus, den die römische katholische Kirche als Heiligen einstuft und der zu Lebzeiten wohl ein Heiliger war, weil die Heiligen der Bibel sind die Lebenden und nicht die Toten. Paulus hat selber eingesehen, dass er ein großer Sünder war. Niemand ist rechtschaffen vor Gott. Das müssen wir alle immer einsehen. Wir müssen lernen, uns zu erniedrigen gegenüber unserem Herrn und nicht, um uns höher zu stellen auf ihn. Weil wenn wir uns höher stellen als den Herrn, ja, dann können wir mal nachlesen, was damit passiert. Das ist dasselbe, was Luzifer passiert ist in Jesaja. Kapitel 12, dachte ich. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Warum bin ich hier? Oder wo komme ich her? Warum bin ich hier und wo gehe ich hin? Diese drei Fragen beantwortet die Bibel zweifelsfrei, in wenigen Sätzen, ganz einfach und simpel. Da brauche ich nicht jahrelang für studieren, da muss ich keine Philosophie studieren, da muss ich keine Psychologie für studieren. In den Fächern war ich in der Schule auch immer ganz besonders schlecht. Ich muss einfach nur zu Gott finden, zu Gottes Wort finden. Und er wird es mir sagen. Er beantwortet alle Fragen, die ich habe. Und das Beste ist, er kennt die Fragen sogar schon, bevor ich sie überhaupt ausspreche. Gott kennt meine Gedanken schon, bevor ich sie überhaupt äußere, bevor ich sie selbst weiß. Also, nochmal eben den letzten Absatz hier weiterlesen über die Reinkarnation. Aber wie gesagt, ich fand das damals schon immer eine interessante Frage von, wenn ich denn kein Bewusstsein habe eines bereits gelebten Lebens, was bringt mir denn dann dieses Leben? Weil dann ist doch jedes Leben für sich wieder ein totaler Neuanfang. Komplett. Mein Gehirn ist weiß gewaschen und steht da ohne irgendwelches Wissen, ohne irgendwelche Erfahrungen aus vorherigem Leben. Also fast die Hälfte aller Menschen auf dieser Erde glaubt an die Reinkarnation. Eine Lehre, die besagt, dass die Seele niemals stirbt, sondern in verschiedenen Körpern in jeder nachfolgenden Generation aufs Neue wiedergeboren wird. Eine solche Lehre stimmt nicht mit der biblischen Lehre überein. Die Bibel lehrt, dass der Mensch nach dem Tod zu Erde wird, wie wir im Psalm 104, Vers 29 lesen können. Zitat: Verbirgst du dein Antlitz, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Ende Zitat. Die Bibel lehrt auch, dass die Toten nichts wissen, wie wir in Prediger 9, Vers 5 nachlesen können. Das lernten wir ja schon vor wenigen Minuten, aber ich wiederhole es hier an dieser Stelle eben nochmal. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ende Zitat. Die Bibel lehrt auch, dass die Toten keine mentale Kraft besitzen, wie wir im Psalm 146, Vers 4 lesen können. Zitat: Sein Geist fährt aus, er wird wieder zu Erde. An dem Tag sind alle seine Vorhaben vernichtet. Die Bibel lehrt auch, dass wir keinen Anteil haben an dem, was auf der Erde geschieht, also die Toten keinen Anteil haben an dem, was auf der Erde geschieht. Wie wir lesen im Prediger, Kapitel 9, Vers 6. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Ebenfalls lehrt die Bibel, dass der Mensch nach dem Tode im Grabe warten wird. Dafür lesen wir das Buch Hiob, Kapitel 17, Vers 13. Da ich doch erwarte, dass der Scheol meine Wohnung wird und ich mein Lager in der Finsternis aufschlagen muss. Ende Zitat.
Und eben auch, dass wir nicht leben. Hiob 14,1,2 lautet: Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Und im zweiten Buch der Könige, Kapitel 20, Vers 1 lesen wir: Zu der Zeit ward Hiskia todkrank, und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig bleiben. Ende Zitat. Anhand vieler Schriftstellen wurde bereits nachgewiesen, dass die Bibel Abstand nimmt von den Theorien der Unsterblichkeit der Seele, Reinkarnation, Kommunikation mit den Verstorbenen, Geisterbeschwörung und ähnliches. Ja, die Bibel nennt diese Lehren ein Gräuel. Wir lesen im fünften Buch Mose, Kapitel 18, Vers 10 bis 12, Zitat: Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Wahrsager, oder ein Wolkendeuter, oder ein Schlangenbeschwörer, oder ein Zauberer, oder ein Bannsprecher, oder ein Medium, oder einer, der einen Wahrsagergeist hat, oder jemand, der die Toten befragt. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Das erinnert mich an eine Erfahrung, die ich gemacht hatte vor einigen Jahren, als ich noch verheiratet war. Und ich war mit meiner Frau damals auf so einem Jahrmarkt irgendwie, so ein, was weiß ich, so, wie so ein Dom, so, weißt du, so ein volksfestartiges Ding oder was weiß ich, eine Ausstellung, weiß ich nicht mehr. Und da war so eine Wahrsagerin. Und meine Frau wollte da unbedingt rein und wollte sich von der Wahrsagerin etwas über ihr Leben erzählen lassen. Und mich hat die ganze Zeit irgendwas dagegen gesträubt. Ich war damals noch weit, weit weg vom Christentum. Aber trotzdem hat mich damals etwas gegengehalten, da reinzugehen und dieser Frau zuzuhören und mir von ihr meine Zukunft lesen zu lassen. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Die Bibel distanziert sich also vollständig von der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, womit gleichzeitig Spirituismus, Reinkarnation und vielen der östlichen mystischen Religionen jeglicher Wahrheitsgehalt abgesprochen wird. Wir kommen zum nächsten, dem siebenten Punkt. So unglaublich, aber schon fast vier geschafft hier in 40 Minuten, 50 Minuten beinahe. Die katholische Kirche ängstigt die Menschen mit der Lehre von der ewigen Pein. Die katholische Kirche ängstigt die Menschen nicht nur mit der Lehre von der ewigen Pein, die Jesuiten halten uns in ständiger Angst über die Luftverschmutzung, über die Verschmutzung unseres Essens, unseres Trinkens, über Kriege, über politische Situationen, über Anschläge, über ISIS, über den Aufstand des Islam und so weiter und so weiter und so weiter. Die römisch-katholische Kirche ängstigt die Menschen mit Lehre vor ewiger Pein. Nicht nur vor ewiger Pein, sondern auch vor Pein schon hier auf dieser Welt. Weil Menschen, die Angst haben, nicht mehr imstande sind, klar und deutlich zu denken und eine Hilfe suchen. Und dann laufen sie natürlich zu den Personen ihres Vertrauens. Und ein Tritt der Priester. Nun, sie versucht, die römisch-katholische Kirche versucht, dem Volk einzuprägen, dass, wenn sie sich nicht treu gegenüber der katholischen Lehre verhielten, sie in die Hölle kämen, die ewig brenne und in der sich die Gottlosen befänden, die dort für immer mit Feuer und Schwefel gequält würden. Die Kirche betrieb und betreibt den Ablasshandel. Das war ja damals mit Tetzel auch eine ganz große Aktion. Wird man sehen, dass ich das Bild hier im Video einblende. Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, sagte Tetzel damals. Echt wahr. Das war sein Zitat. Die römisch-katholische Kirche sagte, man könne der Kirche Geld geben, welches garantiere, weniger Pein erleiden zu müssen, wenn man stürbe und ins Fegefeuer käme. Das Fegefeuer wurde in der Reformationszeit als ein Ort aufgefasst, wo der Mensch für seine verkehrten Handlungen bestraft würde, bevor er ins Paradies Einlass fände.
Diejenigen, die ins Fegefeuer kämen, könnten nicht alleine wieder herauskommen, ohne dass ihnen jemand heraushülfe. Luther meinte, dass diese Lehre völlig unbiblisch sei und nur dazu diene, Geld für die katholische Kirche zusammenzuraffen. Bravo, Luther, ich bin 100% deiner Meinung. Und es ist ja, man könnte jetzt sagen, Zufall, nein, es ist die Hand Gottes. Papst Leo X., oder wie der hieß, zu Zeiten Luthers, da weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war es ein Zehnter, das weiß ich noch. Ja, Leo X. kann es ja nicht sein. Leo III. Hat ja erst später gelebt und hat die Jesuiten gegründet. Also muss ja ein anderer gewesen sein. Also jedenfalls war es ein Zehnter, der zur Zeit Luthers gelebt hat. Und der hat ja damals die Leute in die ganze Welt rausgeschickt, also hauptsächlich nach Deutschland, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, um Geld zu sammeln, weil er eben den St. Petersdom neu bauen wollte. Und dafür brauchte er eine ganze Menge Kohle. Und dann hat er unter anderem Leute wie diesen Tetzel rausgeschickt, die den Leuten halt gelehrt haben, ihr müsst hier bezahlen, dass ihr die Leute, die ihr lieb habt, aus dem Fegefeuer befreien könnt und hier in diese Kiste bitte tut das Geld. Und genau zu der Zeit ging Tetzel rund, als Luther von Gott auf die Schulter geklopft wurde und Gott zu ihm sagte, hör mal, mein Sohn, komm raus aus ihr, du findest keine Erlösung in dem Orden, in dem du die ganze Zeit bist. Ich werde dir mein wahres Wort offenbaren. Und so fand Luther zur Bibel und hat die Bibel dann später auch ins Deutsche übersetzt, dass auch wir ganz normalen Leute das endlich lernen konnten. Und die römisch-katholische Kirche ist sowas von geldgeil, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die wollen alles haben. Das wirkliche Geld, Silber, Gold, Platin, alle anderen Werte, Grundstücke und. Und das ganze Fiat-Geld wollen sie auch noch oben drauf haben. Haben sie auch. Beherrschen sie auch. Die katholische Kirche lehrt also, dass, wenn ein Mensch stirbt, es einen Zwischenzustand mit zeitlich begrenzter Strafe gibt. Deshalb wird für die Toten gebetet und gelehrt, dass, wenn jemand Geld an die Kirche zahle, die Pein im Fegefeuer verkürzt oder vermindert wurde. Der Papst bot auch Sündenvergebung für Geld an. Lasst mich das ein wenig erklären. Wenn jemand ein Verbrechen verübt, Ehebruch begangen oder eines von Gottes 10 Geboten übertreten hatte, wovon Ehebruch 1 ist, hallo, konnte dieser sich einfach von der Strafe freikaufen, wenn jemand für diese Sünde bezahlte. Das war die Sündenvergebung. Der viel Geld hatte, konnte sich freilich erlauben, einen guten Teil zu sündigen. Die römisch-katholische Kirche lehrt sogar, dass man sich zukünftige Sünden dafür freikaufen kann. Zukünftige, habe ich noch gar nicht gemacht. Aber, hey, ich kann mich davon freikaufen, kein Problem. Der Ablasshändler Tetzel, auf den das hier jetzt auch eingeht, den hatte ich ja schon erwähnt, der das Sprachrohr der katholischen Kirche zu Luthers Zeiten war, erklärte, dass seine Ablassbriefe die Macht hätten, alle die Sünden, die der Käufer begangen hätte oder später begehen würde, zu erlassen. Es war noch nicht einmal notwendig, dass er seine Sünde bereute. Das können wir nachlesen in History of the Reformation von Daubigny, Band 3, Kapitel 1. Das Volk erhielt damit die Versicherung, dass der Ablass nicht nur die Lebenden, sondern auch die Toten erlösen konnte. Das Schlagwort war, Zitat, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ende Zitat. Habe ich ja vor ein paar Minuten schon mal erwähnt. In dem Moment, wo das Geld auf dem Boden der Kiste des Ablasshändlers klirrte, würde die Seele, für die man bezahlte, aus dem Fegefeuer entkommen und zum Himmel fliegen. Oder eine andere Lehre, die Zeit im Fegefeuer würde halt verkürzt werden. Hängt halt davon ab, wie viel Geld du gibst. Jahrhundertelang zahlten die Leute immense Summen an die katholische Kirche. Viele gaben große Beträge, weil sie glaubten, somit ihre Lieben aus den Schmerzen des Fegefeuers zu befreien. Die römisch-katholische Kirche ließ mittels dieses aufgrund von Betrug und Hinterlist gewonnenen Reichtums protzige Kirchen errichten. So hat die römisch-katholische Kirche seit ihrem Bestehen gläubige Menschen belogen und ausgenommen und das zu allem Überfluss auch noch im Namen des allmächtigen Gottes. Ja, es geht hier ja darum, dass die römisch-katholische Kirche immense Reichtümer sich angeeignet hat auf die Art und Weise. Und wer Englisch kann, den verweise ich wieder einmal zu der Lesung
von Tom Fress auf First Amendment Radio, von Rome and Civil Liberty, das Buch von James Aitken Wiley, das er geschrieben hat in den 1850er Jahren. Da geht Tom ganz tief darauf ein, wie das zu der Zeit war, als die Leute eben starben. Und dann alle aus dem Zimmer raus mussten und nur der Priester da sein durfte. Und dann hat der Mensch während der letzten Ölung nicht nur seine Sünden bekannt, sondern hat sein ganzes Hab und Gut seiner Familie weggenommen und der römisch-katholischen Kirche geschenkt. Als der Priester wieder rauskam und der Mensch tot war und die Familie reinkam, da hatten sie nichts mehr. Nichts. Alles wurde ihnen genommen durch die Priester. Und dieses System der letzten Ölung, das gibt's heute immer noch. Und heute haben wir dafür dann Notare, die sowas machen. Aber wir haben auch noch Priester, die sowas machen und das Geld für die römisch-katholische Kirche gut in Anspruch nehmen. Was sagt die Bibel, wie es dem Menschen nach seinem Tod ergeht? Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, dass der Sünde Sold der Tod ist, wie man in Römer 6, Vers 23 nachlesen kann. Zitat: Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ende Zitat. Ist dies der Fall? Gibt's keine ewige Pein? Die Bibel berichtet, dass die Gottlosen ihre Strafe ihren Taten gemäß empfangen werden, wie wir nachlesen können in Offenbarung Kapitel 20, Vers 13, Zitat: Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ende Zitat. Haben sie viel auf dem Kerbholz, wird sich das Maß ihrer Strafe daran ausrichten. Dies bestätigt der Prophet Malachi, wie wir lesen in Malachi 3, Vers 19, Zitat: Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gottlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der zukünftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr der Herrscharen, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ende Zitat. Die Wurzel des Bösen ist Satan. Die Zweige sind die Gottlosen. Sie sollen wie Stroh brennen. Ein langer und feuchter Strohhalm brennt lange, aber ein trockener und kurzer Strohhalm brennt nur kurze Zeit. Dies illustriert, wie die Gottlosen bestraft werden. Sie sollen nach ihren Taten bestraft werden und es wird mit dem Tod enden. Diese Strafe im Feuersee wird jedoch erst später eintreten. Wir lasen ja, Zitat: Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Ende Zitat. Dies gehört also in die Zukunft, in die Endzeit. Johannes untermauert diese Darstellung, wenn er beschreibt, wie die Gottlosen im Feuersee bestraft werden. Wir lesen das in Offenbarung 20, Vers 15, Zitat: Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht im Buche des Lebens eingeschrieben gefunden ward, wurde er in den Feuersee geworfen. Ende Zitat. Nun, wir fahren eben noch fort. Etwas später beschreibt der gleiche Verfasser es so in Offenbarung 21, Vers 8. Den Feiglingen aber und Ungläubigen und Gräulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 21, 8. Wie ging es denn den gottlosen Städten Sodom und Gomorra? Hä? Die kann man heute noch sehen, die kann man heute noch besichtigen. Das Zeug, das Sulfur, der Sulfid, der liegt da noch. Sie brannten mit einem unauslöschlichen Feuer. Das Feuer aber verlosch, als es nichts mehr zu brennen gab. So lesen wir in Judas 7, Zitat: Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis aufs Äußerste trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als Beispiel vor uns liegen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers erleiden. Ende Zitat. Dort steht, dass die Städte und die dort lebten mit einem ewigen Feuer brennen sollten. Dies war die Strafe für ihre Unmoral. Aber wir wissen, dass diese Städte heute nicht mehr brennen.
Man kann sie besuchen. Das Feuer verlosch, als alles verbrannt war und alles zu Asche wurde. Selbst Steine sind da geschmolzen. Ihr müsst euch das mal angucken. Das ist wirklich fantastisch, wenn man die Arbeit Gottes auf dieser Erde sieht. Und nicht nur in Sodom und Gomorra. Man kann auch noch den Felsen sehen, der in der Wüste zerteilt wurde und aus deren Mitte das Wasser sprang, um die durstigen Israeliten in der Wüste, die ja schon wieder abfallen wollten vom Glauben, nachdem Gott sie aus Ägypten geleitet hat, wie da aus diesem Felsen dieses Wasser rauskam. Den Felsen sieht man heute noch. Gibt es Bilder von im Internet. Schaut das mal nach. Ich habe da Videos von gesehen. Ist echt toll. Aber wir kommen jetzt langsam zum Ende. Denn der Apostel Petrus sagt, dass das, was mit Sodom und Gomorra geschah, ein Beispiel dafür ist, was in der Zukunft geschehen wird. Wir lesen das im zweiten Buch Petrus, Kapitel 2, Vers 6. Zitat: Auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie zukünftigen Gottlosen zum Beispiel setzte. Womit er sie zukünftigen Gottlosen zum Beispiel setzte. Ende Zitat. Wir sollten uns da ein Beispiel annehmen. Wir sollten uns da ein Beispiel annehmen, wenn wir die Überreste der Arche sehen, wenn wir die Überreste der weltweiten Flut überall erkennen können, was natürlich total anders gelehrt wird in diesem System, aber das wissen wir als Christen ja, dass es die Flut gab und dass wir solche Sachen wie den Grand Canyon, der in wenigen Stunden erschaffen wurde, nicht über Millionen von Jahren. Wenn wir uns diese Wunder angucken, Grand Canyon zum Beispiel oder andere Zeichen aus irgendeiner Vergangenheit, aus der Christenheit, und wir schauen dann auf die Städte, die das mal waren, Sodom und Gomorra, das sollte uns daran erinnern, dass wir einen Herrn haben, der eifersüchtig ist, der keine anderen Götter neben sich duldet und der weiß, dass heute hier auf dieser Erde jemand seinen Namen missbraucht, der sich einen lustigen Fischhut aufsetzt und lustige Kleider anzieht und rote Schuhe, mit denen er symbolisiert, dass er das Blut der Märtyrer Jesus tritt, in den Boden tritt, in den Dreck tritt und sie seit Jahrhunderten, 18 Jahrhunderte oder sowas inzwischen, verfolgt. Der Gott weiß das und er kennt uns und er liebt uns und er hat uns sein Wort gegeben, dass wir uns nach seinem Wort richten können, dass wir unser Leben nach seinem Wort ausrichten können und dass wir, nachdem wir dieses Leben hier gelebt haben, zu ihm kommen können, dem Vater im Himmel und nicht dem, zwischen Anführungsstrichen, Fischhutvater auf seinem Thron in Rom. So. Ich beende die Lesung jetzt hier. Wir fangen nächstes Mal an mit dem nächsten Kapitel. Die Strafe gehört in die Zukunft. Und das wird dann ein weiterer Teil sein zu Luther 2017. 500 Jahre nach der Reformation. Wo stehen wir heute? Wo stehst du heute? Akzeptierst du Christus oder Antichrist? Hast du diesen letzten kleinen deutschen Kulturfunken von Reformation in dir? Hast du den in dir? Erkennst du, wer Jesus ist? Und erkennst du, wer der Antichrist ist? Das Papsttum, der biblische, historische und prophetische Antichrist seit allen Zeiten? Erkennst du es? Ich bete dafür. Und ich hoffe, dass viele meiner deutschsprachigen Brüder und Schwestern, sei es aufgrund dieser Lesung, sei es aufgrund anderer Lesung, sei es aufgrund anderer Dinge, wie auch immer, dass meine deutschsprachigen Brüder und Schwestern den Geist der Reformation wieder erwecken. Letzter kleiner Tipp, schießt mir gerade so durch den Kopf. Fahrt doch mal nach Nürnberg, schaut euch das Rathaus an und schaut die vier Figuren an, die über den Eingängen da stehen. Und lernt, wer das ist. Okay, Schockler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und beschützen auf all euren Wegen. Gott segne euch. Bis dann. Tschüss.